Liebe Anastasia, lieber Sergej, heute soll es für die Ewigkeit sein. Heute ist der Tag, der für immer bedeutet. Fangen wir doch mal von vorne an. Ihr wart 14 Jahre alt, als sich eure Lebenswege zum ersten Mal kreuzten. Nastja, ihr seid damals in das Wohngebiet gezogen, in dem auch Sergej lebte. Und wie es eben auch üblich ist für Teenager, wusste Nastja damals schon, dass sie Sergej sehr gerne mag. Er hat's nicht ganz so schnell erkannt und, um noch das dritte Klischee rauszuholen, Nastja immer wieder geärgert. Dabei blieb's dann auch und mit der Zeit habt ihr euch aufgrund verschiedener Interessen einfach voneinander entfernt. Aus den Augen, aus dem Sinn. So schnell geht es eben wirklich manchmal. Anfang 2018 habt ihr euch dann nach sage und schreibe 14 Jahren wieder getroffen. In eurer Heimat in Zweibrücken. Euer Wiedersehen in eurem Wohngebiet, der Spaziergang über die Treffpunkte und Spielplätze von damals. Euch zu treffen, das war wie nach Hause kommen. Ein wohliges Gefühl, das jeder kennt und jeder auch liebt. Denn zu Hause bedeutet Geborgenheit, Liebe, Lachen, Vertrauen und Freude. Mit der Zeit seid ihr füreinander euer Zuhause geworden. Da, wo Sergej ist, ist Nastja zu Hause. Da, wo Nastja hingeht, da wird auch Sergej sich wohlfühlen. Egal, wo auf der Welt ihr seid, solange ihr euch habt, habt ihr alles, was ihr braucht. Ihr wollt achtsam sein mit euch und anderen. Ihr wollt euch gegenseitig unterstützen. Ihr wollt die Welt sehen. Ihr wollt glücklich und verliebt alt werden. Ihr wollt für immer. Das alles ist euch wichtig und das macht euch und eure Beziehung aus. Stellt euch vor, eure Hochzeit sei wie eine wundervolle kleine Städtereise. Wenn ihr euch gegenseitig vom heutigen Tag eine kleine Postkarte schreiben würdet, dann würde Nastja wahrscheinlich schreiben: Mein Zwilling, ab heute ein Leben lang mit dir an meiner Seite. Ich werde unseren Tag nie vergessen, an dem wir Ja zueinander gesagt haben. Dich in deinem tollen Anzug zu sehen, wie du mich immer wieder liebevoll angeschaut hast und dein Lächeln, als ich auf dich zugelaufen bin. Sergej, du würdest deiner Nastja vermutlich etwas schreiben wie: Unser nächstes Leben hat heute begonnen. Mit keinem Menschen hätte ich diesen Tag lieber erleben wollen als mit dir, mein Zwilling. Ihr sagt beide, ihr seid füreinander wie ein Zwilling. Eure Herzen schlagen im selben Takt. Ihr könnt nicht ohne den anderen. Seid unzertrennlich und ihr würdet füreinander alles geben. Ihr seid eure oberste Priorität. Liebe Nastja, willst du deinen Zwilling Sergej, deine große Liebe, für immer an deiner Seite wissen? Dann antworte gerne mit einem lauten Ja. Ja, ich will. Lieber Sergej, willst du mit deiner Nastja, deinem Zwilling, ein harmonisches Leben führen, sie liebevoll ansehen? Dann antworte auch du gerne mit einem lauten Ja. Ja, ich will. Ihr dürft euch jetzt gerne küssen.